das Besondere bei diesen Polarexpeditionen ist ja auch, man muss alles mitnehmen. Man kann nicht irgendwie noch mal kurz einkaufen gehen oder so. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, 3 Monate lang auf einem Schiff in der Arktis zu sein? Ich treffe gleich eine Polarforscherin, welche das erlebt hat. Wie das so ist und was alles da passiert, erfahrt ihr gleich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der kommenden Folge. Let's go! Hallo, du bist Luisa, richtig? Hi, ja. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann in Bremerhaven. Wie kann ich mir den Beruf von einer Polarforscherin vorstellen? Ich würde sagen, da gehören 2 Sachen dazu. Einmal natürlich die Feldforschung in der Arktis. Super aufregend, dort vor Ort zu sein. Wir sind dann meistens mit dem Schiff da und messen ganz viele Daten zum Ozean, aber auch zur Atmosphäre und zum Eis. Und dann bringen wir diese Daten mit nach Hause und werten die vor allem am Computer aus. Ich würde sagen, ich kann dir aber auch erstmal hier so ein bisschen das Gelände zeigen. Das ist komisch, sich selbst zu filmen. Wir sind hier im Hafenlager. Das ist der Ort, wo eben alle Sachen, die wir für die Expedition benötigen, erstmal gesammelt werden. Das Besondere bei diesen Polarexpeditionen ist ja auch, man muss alles mitnehmen. Man kann nicht irgendwie noch mal kurz einkaufen gehen oder so. Das heißt, wir haben natürlich unsere Messinstrumente dabei. Wir haben dann aber auch Ersatzteile für die Messinstrumente. Wir haben auch Büromaterial dabei, unsere Computer, unsere Polarausrüstung. Ich habe dir hier jetzt mal eine Karte mitgebracht. Das ist jetzt mal eine andere Projektion. Zur Arktis gehören große, ja eigentlich die Landmassen hier, ne? Russland und Teile von USA und Kanada. Aber vor allem ist es erstmal ein Meer. Warum ist denn eigentlich so Expeditionen in die Arktis und Forschung in der Arktis an sich so wichtig? Ja, die Arktis ist so ein bisschen, manche nennen es auch das Epizentrum des Klimawandels, weil wir dort den Klimawandel viel deutlicher sehen als jetzt zum Beispiel in unseren Breiten. Also eins unserer großen Themen ist eben zu verstehen, was jetzt dieser Rückgang des Meereises auch für Auswirkungen hat auf natürlich die Tiere und Menschen, die dort vor Ort leben und die Pflanzen, aber auch dann auf lange Sicht, wie sich das auf unser Leben in den mittleren Breiten auswirkt. Also das Meereis, das ja normalerweise eben die Arktis bedeckt, ist ja relativ weiß und reflektiert dadurch ganz viel Sonnenlicht. Und wenn jetzt wir eben viel mehr dunklere Flächen haben, weil darunter der Ozean sichtbar ist, dann nehmen wir auch ganz viel Energie auf dabei. Und das führt dazu, dass wir eigentlich so eine Verstärkung des Effekts haben, weil dann ist es ja wieder wärmer, wenn wir mehr Energie aufgenommen haben. Das Gute ist aber auch, die Forschung zeigt, das ist ein Prozess, der umkehrbar ist. Also wenn wir jetzt wirklich es schaffen würden, wieder die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren, dann kommt das Meereis wahrscheinlich auch wieder zurück. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt doch einfach mal das Schiff an. Okay, let's go! Wow, wir stehen jetzt hier vor der berüchtigten Polarstern. Du warst doch auf einer Mission hier dran beteiligt. Ich war einmal mit der Polarstern auf Mosaik mit. Das war die ganz große Arktis-Expedition, die 2019, 2020 stattgefunden hat. Und da waren wir wirklich für fast ein ganzes Jahr im Eis mit der Polarstern. Und wie viele Wissenschaftler waren denn da bei dieser Expedition dran beteiligt? Also an Bord sind immer ungefähr 100 Leute. Da sind jetzt 50 von der Besatzung und dann 50 ungefähr von der Wissenschaft. Ja, und wie sah denn so dein Alltag auf dem Schiff aus? Also der ist ziemlich durchstrukturiert. Gerade beim Mosaik hatten wir eben erstmal am Tag begonnen mit Frühstück und dann Planung, weil wir eben immer koordinieren müssen, wie ist gerade die Wettersituation. Können wir es aufs Eis? Gibt es irgendwie vielleicht Eisbären in der Nähe oder so? Das heißt, da ist immer ganz viel Planung erstmal dabei und danach packen wir und dann geht es aufs Eis. Und wir haben dann eben vor Ort dann zum Beispiel gemessen, wie dick das Eis ist. Und ja, dann gab es Mittagessen, das war immer ganz cool. Wenn man in der Nähe war vom Schiff, dann konnte man zurück, um sich noch mal ein bisschen aufzuwärmen und zu essen. Und dann sind wir nachmittags wieder aufs Eis, haben unsere Messungen eben fortgesetzt. Und für mich war auch noch immer ein wichtiger Aspekt, dass wir mit dem Helikopter geflogen sind, damit wir auch so einen Überblick bekommen, wie eigentlich das Eis um uns herum ist. Und dann eben auch mit unseren Messmethoden da zum Beispiel bestimmt haben, wie dick das Eis ist.
Genau, und abends ist dann wieder ganz wichtig, nochmal ein Planungstreffen, so zusammentragen, was ist passiert auf dem Eis, was machen wir morgen. Ja. Was war dann so deine spezifische Aufgabe bei der Mission? Wir haben ein Instrument, das durch elektromagnetische Wellen misst, wie dick das Eis ist. Dieses Instrument kann messen, wo das salzige und damit leitende Meerwasser beginnt, unterm Eis. Und das ist so mein Spezialgebiet. Ich möchte herausfinden, wie eben sich diese Eisdicke verändert mit der Zeit. Und genau, das haben wir einmal mit diesem Messinstrument gemacht, aber auch vor Ort auf der Scholle wirklich mit einem Bohrer. Also da bohren wir einfach ein Loch ins Eis und hängen dann so ein Maßband runter und damit können wir auch die Eisdicke bestimmen. Was musste man dann so anziehen, wenn man rausgehen würde? Also einmal geht es vor allem natürlich darum, im Winter unbedingt ganz warm zu bleiben. Das sind dann ganz viele Lagen, die wir übereinander ziehen. Und im Sommer ist es mehr, damit wir nicht nass werden. Da haben wir dann fast so eigentlich wasserdichte Anzüge an. Und ich würde sagen, die zeige ich dir auch gleich mal, diese Klamotten. Bis gleich. Also ich habe dir mal so einen Seesack mitgebracht mit Klamotten und ich würde sagen, wir packen den einfach mal aus und kleiden uns entsprechend an. Genau. Boah, ist echt. Bis wie viel Grad würde der so aushalten? Wir haben da auch noch so einen Unterzieher drunter. Mhm. Damit kommst du dann eigentlich auch bei minus 30 Grad noch gut zurecht. Mhm. Genau. Ja, aber der würde mich, glaube ich, schon warm halten. Sehr gut. Die Frage ist auch, lässt er dir genügend Bewegungsfreiheit? Weil auf dem Eis zu arbeiten, ist zum Teil auch richtig anstrengend. Du kannst ja mal den ersten Test machen. Und zwar, das ist hier so eine Pulka. Das ist einer der Schlitten, in die wir immer unsere Instrumente machen. Es geht noch. Also ja, aber es kommt natürlich auch darauf an, was für Geräte dann da sind. Hier siehst du zum Beispiel Ausrüstung für unsere nächste Expedition. Und das hier ist ein Eisdicken-Messgerät. Mhm. Wir nehmen dann einfach die Pulka, haben immer einen Abstand zur Pulka, weil wir sonst das Messinstrument auch stören würden und bewegen uns damit übers Eis. Wie weit dann so durchschnittlich? Es kommt total darauf an, wie fit man ist. Du hast jetzt schon gesehen, in diesen Schuhen und mit diesem Anzug zu laufen, ist gar nicht so einfach. Ja. Und jetzt stell dir vor, du stapfst noch durch den Schnee. Ja. Ich würde sagen, bei uns war so eine Routine, so was wie einen 3-Kilometer-Kreis zu laufen. Zum Abschluss die Frage, wie kann man denn genau Polarforscherin werden? Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege in die Polarforschung. Mhm. Dadurch, dass wir ja auch sehr viele naturwissenschaftliche Disziplinen unter diesem Begriff eigentlich vereinen. Also ich zum Beispiel habe eben Geowissenschaften und danach Klimaphysik studiert. Und auch viele meiner Kollegen haben entweder Physik oder Geophysik, Meteorologie oder Ozeanografie als Hintergrund. Aber wir haben auch viele Kollegen, die zum Beispiel eher im Biobereich aktiv sind. Die haben dann Biologie oder Meeresbiologie studiert. Und wir haben auch viele Ingenieure dabei, die vor allem dann auch die technischen Geräte mit betreuen und weiterentwickeln. Und natürlich aber auch Mathematiker, wenn es gerade um die Modellierung geht, super wichtig, da jemanden zu haben, der sich damit gut auskennt. Und Chemiker natürlich auch, also Leute, die dann eben sich anschauen, wie ist die Luftchemie in der Arktis, was für Substanzen haben wir im Wasser. Genau, also ich würde sagen, einfach Interesse an Naturwissenschaften und Interesse an den Polarregionen und dann kommt man da irgendwie hin. Also sozusagen ein Beruf, der alle wirklich. Ja. Ja, vielen Dank, dass du mir deinen Beruf so schön zeigen konntest. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch, dass ich hier den Anzug anprobieren konnte. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Das war's mit dem heutigen Interview. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viele neue Sachen gelernt. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, guckt die anderen Videos. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.